Also für mich ist und bleibt das das Setup, was am nächsten an der Perfektion ist. Und ich kann halt wirklich sagen, ich habe wirklich fast alles durchprobiert. Und ich bin auch offen, in dem Moment, wo eine neue Hängematte rauskommt, will ich die haben. Man weiß ja nie, vielleicht findet man noch irgendwas, was noch besser ist und noch bequemer ist, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden. Nee, ist schon ein Traum. Also man sollte sich schon irgendwie ein bisschen damit Es ist beschäftigt halt, haben. das Ding ist halt, es ist eine komplett andere Art und Weise des Schlafens. Es ist halt was, mit dem wir Westeuropäer und keine Ahnung, wahrscheinlich die meisten Kulturen bis auf die südamerikanische Kultur einfach nicht vertraut sind. Ja. Und es ist natürlich klar, du hast die Hängematte ist halt wirklich, das ist halt dadurch, dass sie aus Stoff besteht, der sich anpasst und ist sie natürlich viel lebendiger als jetzt irgendwie so Genau. eine Isomatte, die du auf den Boden knallst und die ist Ja. halt so und entweder liegst du Ja. hangabwärts oder hangaufwärts Ja. oder schräg oder was weiß ich, aber das lässt sich alles relativ, es ist eine Ebene. Und da finde ich, ist es nicht so leicht, dass man direkt sich da reinlegt und direkt perfekt liegt Nee. irgendwie, sondern die Füße, da hast du ja Ja, gesehen, klar. oder der Kopf oder die Schulter oder, also es ist halt ausprobieren, Es also ist ist halt, man, ja, es ist halt was ganz was anderes. Das ist ganz genau. einfach, wie wenn du jetzt vorher immer Fahrrad gefahren bist und jetzt fährst du Auto oder Ja. sowas. Das ist halt auch, da erwartest du ja auch nicht, dass du. Ich weiß, die Leute erwarten das irgendwie, Hängematte macht Sinn. Und es gibt ja auch noch, ich meine, was bei uns diese beliebten Gartenhängematten, die halt total, oder so wie sie jetzt hier verkauft werden und so wie sie aufgehängt werden, sind sie halt unbequem. Ja. Klar, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist halt einfach Ja. eine andere. Die Hängematte ist was anderes, die Hängematte ist kein Bett. Und Ja. da musst du dich erstmal reinfuchsen. Genau, ja, finde Klar. ich auch. Also das ist nicht so, dass man sagt, ich bestelle mir jetzt irgendwas und das kommt am nächsten Tag 24 Stunden und sofort ist alles perfekt, weil oft liest man dann auch, ja, ich habe Hängematte ausprobiert und das ist nichts für mich. Und dann sage ich mir, nein, du hast Welche Hängematte Hängematte. hast du ausprobiert, ja? Welche, genau, wie hast du dich jetzt damit befasst? Und genau, aber der erste Punkt ist eigentlich, welche Hängematte?